Guten Abend. Gute Nachrichten gab es heute vom Handelskrieg zwischen den USA und China. Die haben nämlich vereinbart, zumindest einen Teil der Zölle aufzuheben. Und ja, auch die Unterzeichnung des Handelsdeals soll erfolgen, auch wenn sie wohl auf Dezember verschoben wird. Der Ort ist noch unbekannt und das Weiße Haus hat sich schon nach Reiseplänen von Xi Jinping, dem chinesischen Präsidenten, erkundigt, um einen Ort für die Unterzeichnung zu finden, an dem dann Xi Jinping auf den US-Präsidenten Donald Trump treffen kann. Gab auch wieder schlechte Nachrichten, gehört ja auch immer dazu. Die EU-Kommission hat die BIP-Prognose für 2020 zum Teil drastisch gesenkt. Für die Eurozone zum Beispiel von 1,5 auf 1,2% und für Deutschland gleich mal von 1,5 auf 1,0%. Das waren die Nachrichten, die nicht ganz so gut waren. Aber die Entspannung im Handelskrieg, die hat heute alles getragen. Da spielt dann auch die Industrieproduktion keine Rolle, die in Deutschland um 0,6% gesunken ist im September. Aus der Bank of England gab es, was die Entscheidung an sich betrifft, nichts Besonderes. Die Zinsentscheidung war so und auch das Quantitative Easing, dass man den bisherigen Stand beibehalten hat. Das wurde auch so erwartet. Überraschend war allerdings, dass zwei MPC-Mitglieder, also zwei Mitglieder des Geldpolitischen Ausschusses, für eine Zinssenkung plädiert haben. Damit hatte man nicht gerechnet, hat das britische Pfund leicht unter Druck gebracht, auch nicht so richtig gut. Der Halifax Hauspreisindex, schauen wir schnell noch auf die Daten aus der Quartalsberichtssaison. Das ist nicht vollständig hier, aber ich dachte mal, ein paar Sachen wollen wir uns wenigstens mal mit einblenden. Wir sehen, dass es auf alle Fälle insgesamt sehr gute Zahlen sind. Die Lufthansa beispielsweise hat auch mit ihren Statements ganz gut überzeugt, hat heute einen riesen Gewinn gemacht, wie wir gleich sehen werden. Die Kapazitäten bei Eurowings soll sinken, damit wird die Marge erhöht. Und eine Übernahme der Alitalia ist für die Lufthansa wohl zurzeit nicht interessant. Heidelberg Cement auf der anderen Seite zeigt, dass nicht alles eitel Sonnenschein ist in der deutschen Wirtschaft. Der Chef von Heidelberg Cement erklärte, dass es auch im Oktober keine Marktbelebung gegeben hat. Die Umsätze waren dazu schwach. Naja, schauen wir mal schnell auf den S&P 500 und sehen, dass wir fast bei 3.100 Punkten am Ende heute rausgekommen sind. Neues Allzeithoch bei 3.097 Punkten. Das war nicht schlecht. Wir sehen natürlich, es gab heute vor dem Handel an der Wall Street, nämlich am Morgen, schon mal einen ordentlichen Schluck aus der Pulle. Und dann an der Wall Street nochmal einen kleinen hinterher. Insgesamt, wie gesagt, war die Euphorie schon ziemlich groß. In Asien übrigens noch gar nicht so sehr, denn da hatten die Märkte teilweise schon geschlossen, als die Nachricht die Abschaffung einiger Strafzölle gekommen ist. Der S&P 500 hat ja weiterhin die Möglichkeit, Richtung 3.300 zu steigen, theoretisch, charttechnisch. Ob es passiert oder nicht, entscheidet am Ende immer ganz alleine der Markt, aber das wäre theoretisch ein Ziel, das man erreichen könnte. Auf alle Fälle bleibt das ganze Geschehen hier weiterhin bullisch. Sehen wir auch am WIX der Volatilität auf den S&P 500, die weiterhin sehr, sehr niedrig bleibt. Zurzeit deutet nichts darauf hin, dass der Markt demnächst in Panik geraten könnte. Auch der Dow Jones mit einem neuen Allzeithoch, 27.770. Klar, der Dow Jones ist sogar deutlicher im Plus und das am Ende vor allem natürlich auch deswegen, weil vor allem natürlich auch die Industrie, also die großen Unternehmen davon profitieren, wenn die Exportbeschränkungen wegfallen, also die Beschränkungen etwas nach China zu exportieren. Das kommt auf alle Fälle den amerikanischen Unternehmen zugute. Dann haben wir in Deutschland heute natürlich auch einen kleinen Aufschwung erlebt. Der DAX stieg dann über die 13.200. Unkomplizierter, als ich es mir am Ende vorgestellt habe, aber ich konnte ja auch nicht ahnen, welche guten Nachrichten da morgen gleich kommen. Da sind wir schon bei 13.300 und damit könnte hier der Kurs durchaus lauten 13.601, das wäre dann das Allzeithoch. Lufthansa hat heute deutlich zugelegt, hatte ich schon gesagt, gute Zahlen geliefert. Insgesamt klang das alles für den Markt ziemlich gut, da ist man optimistisch. Man hat hier die 17-Euro-Marke überwunden, das könnte also durchaus ja die Bestätigung einer Stabilisierung sein. Vielleicht kommen wir ja bald in den Bereich sogar von 20 Euro, das wäre hier durchaus
denkbar. Auch das Rohöl hat wieder zugelegt, nachdem es ja gestern nach den schwachen Lagerbeständen nach unten gegangen ist, hat man also heute die Verluste wieder kompensiert, ist wieder über die 57 Dollar Marke gestiegen und könnte jetzt Richtung 58, 70 bis 60 Dollar durchaus weiter unterwegs bleiben. Das Ganze bleibt hier durchaus konstruktiv, also eher bullisch. Gold hingegen hat da keine Chance, sichere Häfen werden nicht gefragt. Wenn jetzt die Konjunktur auch noch anzieht, dürften auch die Notenbanken mit ihrer Bereitschaft, lockeres Geld zu präsentieren, also die Geldpolitik weiter zu lockern, etwas vorsichtiger umgehen. Das merkt das Gold dann schon ziemlich deutlich. 1459 hier als nächster Support, bis 55 fallen wir da auch noch drunter. Naja, dann könnte es sogar in den Bereich 1400 zurückgehen. Sieht zurzeit jetzt nicht so richtig freundlich aus. Der Ichimoku hier im 4-Stunden-Chart auf alle Fälle mal sehr bärisch. US-Dollar, japanischer Yen, da gilt das Gleiche. Der Yen zurzeit auch mit wenig Nachfrage. Da sind wir nun also auch über die 139 drüber genommen. Nächstes Ziel. Wir haben sicherlich noch Ichimoku technisch bei gut 110 ein bisschen Widerstand. Ansonsten ist der Bereich 110,65 bis 111. Ziemlich interessant. Euro, US-Dollar brach dann auch ein bisschen ab. Lag sicherlich an der Stärke des US-Dollar, dann 1,1060 gebrochen. Hier könnte also das Ziel tatsächlich die 1,10 sein. Darunter gibt es auch noch 1,0940. Kebel, hatte ich schon gesagt, dadurch, dass also zwei Mitglieder des geldpolitischen Rates der Bank of England heute für eine Zinssenkung waren, hat dann Cable doch ein bisschen nachgegeben, und zwar ein bisschen schärfer nachgegeben. Wir haben mal kurz fast die 127,85 hier getestet. Es ist jetzt keine dramatische Korrektur gewesen, aber immerhin ein bisschen ging es nach unten. Bricht hier die 127,85, dann könnte es hier also durchaus weitere Ziele geben. Ichimoku technisch die 126,60 und die 125,60 die nächsten Ziele. Dann haben wir Euro, britisches Pfund. Da sehen wir, dass der Euro mal kurz zugelegt hat, aber dann auch so genauso schnell wieder zurückgefallen ist. Euro war heute nicht besonders stark. Hier bleibt weiterhin die 0,86 im Fokus, noch hält sie. Bricht die dann mal, könnte also die 0,8475 durchaus ein Ziel werden. Der große Gewinner unter den Aktienindizes war heute der türkische Index, der BIST 100. Der ist heute über die 102.685 gestiegen und hat jetzt eigentlich freie Bahn Richtung 105 oder sogar 106.000 Punkten. Und dann haben wir noch Kupfer. Ja, Konjunkturstimmung ist gut. Wir bleiben hier im Aufwärtstrend, den wir schon seit Oktober haben. Jetzt also doch schon so seit fast 4 Wochen. 274 wäre der nächste Widerstand. Könnten wir hier den Aufwärtstrend vielleicht mal nach oben sogar verlassen, könnte es sogar relativ zügig Richtung 280 weitergehen. Das Ethereum kämpft sich hier an der 520 ab, hat heute interessanterweise, das ist das Ethereum Classic, hat sich da heute abgearbeitet, ist noch nicht drüber gekommen, hat aber wieder 1,5% zugelegt. Sieht durchaus gar nicht mal so unfreundlich aus. Vorher können es auch nochmal bei knapp 6 Dollar hier einen Support geben. Interessanterweise gab es aber auch die umgekehrte Richtung, nämlich bei Ripple. Ripple zwar heute im Verlaufe des Tages, vor allem früh, erst einmal auch deutlich nach oben, sogar über die 31 Cent Marke, dann aber schnell wieder zurückgefallen und auf der Unterseite die 0,28 angetestet und am Ende ein Minus von über 6% hingelegt. So kann das gehen. Insgesamt ist das eher hier eine Seitwärtsbewegung ohne klare Tendenz. Silber, genau wie Gold, heute deutlich nach unten gefallen, die 16,80 hier als nächster Support hält die nicht, könnte es bis knapp 16 Dollar zurückgehen. Heute Abend gibt es noch Walt Disney und Booking. Da gibt es also Quartalszahlen und morgen, es gibt ein geldpolitisches Statement der Reserve Bank of Australia. Schauen wir mal. Die Handelsbilanz aus China ist bestimmt ziemlich interessant, die aus Deutschland vielleicht auch. Ansonsten gibt es morgen nicht die ganz großen Daten. Die Allianz meldet noch die Quartalszahlen. Das könnte noch vielleicht interessant werden. Und für Großbritannien gibt es dann am Abend noch ein Rating von Moody's. Das war's für heute. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Bis morgen.